Terraria, liebe Freunde. Jetzt mal was anderes, außer kleine Zwerge. Jetzt mal ein witziger Magier-Typ mit Dämonenflügeln. Und hier unten steht noch der Riker. Der ist mehr so ein Tank-Typ. Im Gegensatz zu Craft the World geht das hier einfach mittendrin los. Da müsst ihr euch irgendwie dran gewöhnen. Ich erkläre ab und zu was, aber eigentlich habe ich das nicht unbedingt vor. Wir zocken das jetzt einfach. Ist mehr wie so ein Stream, den ihr euch anguckt. Der Riker. Riker. Und Riker. Da ist er auch. Der ist auch hier dabei. Hallo. Ich übernehme keine Verantwortung für das, was er sagen wird im Laufe der Zeit. Den kenne ich tatsächlich auch im echten Leben schon ganz lange. Und wir haben das hier schon ein komplettes Wochenende gespielt. In Besuchte, wir machen sowas tatsächlich noch. Wir treffen uns im echten Leben und spielen Computerspiele zusammen. Und da haben wir ja schon dieses kleine Haus gebaut. Wenn ihr Terraria nicht kennt, das ist wie so 2D-Minecraft, oder? Ja, ne? Ja. Nur mit Bossen. Und ja, genau, mit unglaublich viel Inhalt. Also, legendäre Sachen und tausend Verzauberungen und so. Und wir haben das irgendwie durch Zufall aufgeteilt, dass Riker, dessen richtigen Namen ich bestimmt noch im Laufe des Spiels sagen werde, im Affekt, der spielt hier Nahkämpfer. Hast du das jetzt so ein Jojo, ne? Ja. Schau sie Jojo, ja. Warum auch immer, ist in diesem, das Spiel ist ganz abgefahren. Die Entwickler sind wirklich cool. Er hat so ein Jojo. Und wir haben das Spiel quasi auf normal schon komplett durchgespielt, im normalen Modus. Haben da alle, ja fast alle Bosse besiegt, die es gab. Und die Idee des Spiels ist, wenn man das einmal durch hat, dann spielt man das nochmal durch im sogenannten Hard Mode. Und wenn man den durch hat, kann man es nochmal im Expert Mode machen. Und das haben wir jetzt schon hinter uns. Das habe ich halt alles nicht aufgezeichnet. Gab ein paar witzige Situationen, viel Frust und viel Leid, weil man muss unglaublich viel farmen. Also man muss halt hier, erkläre ich es doch noch ganz kurz, man rennt halt hier durch die Landschaft. Am Anfang hat man nichts. Wie so ein kleiner hier, das ist das Inventar. Hier meine Ausrüstung, alles ganz abgefahren. Das spiele ich übrigens auf Englisch im Gegensatz zu Craft the World, aber ihr reitet das schon. Man fängt hier an, hat nichts und dann geht man halt los und wie in Minecraft, hier fällt man einen Baum, klopp, 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 klopp und gräbt sich in die Erde so, grab, 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 grab und kriegt Gegenstände, die immer stärker werden. Am Anfang hat man Holz, dann hat man Eisen, dann hat man Gold und ich laufe jetzt gerade hier in so einer speziellen Rüstung rum, die ist aus Spinnenzeug, dafür mussten wir ganz viele böse Spinnen machen. Und ihr seht auch schon, wie lange wir das gespielt haben. Alle Banner, die hier hängen, symbolisieren eine Gegnersorte, die wir mindestens 50 Mal besiegt haben, glaube ich, ne? Und ja. 50 Fledermäuse besiegt und 50 Tiefenwürmer besiegt und so. Und hier in der Gegend, ach, das sieht man hier oben auch. Ach, da steht's ja. Das sind alle die Gegner, die wir schon mehr als 50 Mal besiegt haben. Wenn die hier in die Nähe kommen, was sie nie tun, machen wir mehr Schaden gegen die. Ich weiß gar nicht, ist das so gedacht, dass man die mitnimmt und dann da aufhängt, wo man gegen die kämpft? Ich ja, weiß es. Also die sind dafür gedacht, dass man, wenn man sich, also man baut sich ja normalerweise für die Bosse so eine Arena und man hängt die da in dieser Arena irgendwo auf, dass man halt mit möglichst vielen Buffs in die Kämpfe geht. Also ihr steigt jetzt hier ein, wir haben den Hard Mode. Ja, den haben wir auch schon eine Weile gespielt, aber wir haben noch keinen Boss besiegt. Das ist nämlich relativ tough und wir überlegen jetzt gerade, wo ich jetzt hier mir überlegt habe, das Outro zu quatschen, hat der Riker, kommt übrigens aus, die Formulierung davon kommt aus Sinnlos im Weltraum, wenn das jemand kennt. Du kennst das? Hast du schon mal gehört? Ja, ich kenne das. Ob es auflösen muss. Ja, ich finde das, ich habe damals immer nur Sinnlos in Mittelerde geguckt, das finde ich auch unglaublich gut. Ist ja aber eher der Noob-Kram, ne? So. Ja, und er hat jetzt überlegt, wie ich vielleicht meinen Charakter skillen sollte, also wie ich den ausstatten soll, damit wir diesen Boss, den wir besiegen wollen, was wäre dieses Turbo-Auge, ne? Weil in dem Hard-Modus gibt es von jedem... Richtig, das Turbo-Auge. Im Hard-Mode gibt es halt von jedem Boss, also von jedem Endgegner, gibt es eine stärkere Version. Das ist eigentlich so ein fieses fliegendes Auge und das sind jetzt zwei fiese fliegende Augen. Und das ist super unangenehm und hat uns richtig, richtig eine schlechte Zeit bereitet. Das war halt ziemlich tough. Achso, das hier sind übrigens Händler, die hier hingekommen sind, weil wir so coole Typen sind. Ja, es gibt unglaublich viel, was ich dazu erklären könnte, aber weil wir mittendrin einsteigen, reilt ihr das schon. Achso, das Plump, was ihr gerade gehört habt, ist übrigens tatsächlich jemand, der sich beschwert, dass ich nicht Craft the World spiele. Einer von meinen zwei Zuschauern, tatsächlich. Die ich aber leider auch alle privat kenne. Also nicht, dass es nicht schön ist, dass ich dich privat kenne, aber Fame, ne, weißt du? Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt kurz, ich habe als Magier angefangen, dann hat man hier so einen Stab, so kann damit hier rumschießen oder
kann so Bouncy-Flammen, die können so rumbouncen. Ja, wir können gleich anfangen, sorry. Ich weiß doch, wenn ich mal anfange zu reden. Nein, das ist nicht. Ich guck grad halt ein paar Guides durch, was wir noch alles irgendwie bauen und machen könnten. Das sind alles, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das sind alles so Zauber, die ich mir hier so mit der Zeit zusammengesammelt habe. Hier kann ich noch so eine Wand beschwören. Hier rechts seht ihr mein Mana. Hier ist mein Leben. Mana habe ich maximal. Leben fehlen mir noch zwei. Das kriegt man über so Herzen, die man in der Welt findet. Ist, wie ihr schon merkt, ultra komplex, dieses Spiel. Ich habe hier auch noch so eine geile Laserpistole. Das ist auch alles Mana, aber jetzt momentan habe ich so eine Beschwörerjacke an. Deswegen kann ich hier fünf so eine Spinnen haben, die dann für mich kämpfen. Die sind wohl ziemlich mächtig, aber für den Boss hat es einfach nicht gereicht. Und deswegen überlegen wir jetzt gerade, ob ich nicht für den Bosskampf doch erstmal nochmal wieder auf normale Magie gehe. Ist halt relativ kompliziert. Denn wenn wir den Boss geschafft haben, kriegen wir dadurch neue Items, um dann den nächsten Boss schaffen zu können. Seht ihr aber dann, wenn es soweit ist. Oh, hast du, ist das die neue Rüstung, die du hast, dass du dich so verdreifachst? Ja, genau, so Abbilder. Ich habe übrigens nochmal geguckt, also eigentlich auch für diese Augen eine Boss-Arena machen. Ich habe den Zweck einfach schon mal 1000 Wooden Platforms gebaut. Ja, cool, das ist ja natürlich eigentlich ganz geil. Haben wir gegen diese Augen, hilft das? Haben wir den Banner von denen? Demon Eye haben wir. Dash Augenbanner? Ja, wir haben Dash Augenbanner. Haben wir? Ach so, ja, stimmt. Ich habe den Buff vom Demon Eye, aber ich habe keine Ahnung, welches das ist. Ja, guck doch mal, das ist das, was so augenmäßig einfach von der Wand hängt. So. Ja, cool. Das hätten wir dann, um uns zu verstärken. Aber soll ich denn dann die Orichalcum-Rüstung anziehen? Die habe ich eben irgendwo gefunden. Ja, habe ich dir den Link geschickt gerade schon? Ich kann leider nicht minimieren, weil dann meine Aufnahme stirbt. Ach so, okay. Aber ich kann es auf dem Handy nachgucken. Ich bin ja Turbo-Multitasker. Warte mal. Also ich habe diesen Guide gefunden, der zeigt dir halt bei allen wichtigen Steps im Spiel an, zum Beispiel hier, ne, bei den mechanischen Bossen, also das wäre jetzt der nächste Step, danach wäre Plantera dran, aber vor den mechanischen Bossen sollte man halt, was wir halt auch meistens schon haben, eigentlich hatten, war zum Beispiel bei Melee, dass ich auf jeden Fall die Titanium-Rüstung habe und du als Summoner auf jeden Fall Spider-Armor. Also doch dann Summoner. Entweder Summoner oder als Magic-Typ braucht man halt auch Titan-Armor. Oh, ich möchte aber, also um das kurz, Titan ist, ich glaube, hier das seltenste Metall, oder? Ja, jetzt gerade schon auf jeden Fall. Und das muss man auf jeden Fall, wie ein Blöder, muss man das farmen. Und das dauert, was wird das, bestimmt eine Stunde dauern, ach, mindestens, bis wir das zusammen hätten. Also doch Summoner. Ja. Riker. Ja. Warte mal, ihr seid jetzt quasi noch bei der Planung dabei. Vielleicht cutte ich dann nach der Planung gleich nochmal und mache dann die spannenden Sachen nochmal in einem eigenen Video. Mal gucken. Aber das ist halt auch spannend, also das ist wichtig. Haben wir denn. Ja, warte mal, dann lass uns mal kurz eine Boss-Arena bauen. Also im Grunde. Ich kann auch noch die Mutterspinne beschwören, ne? Fällt mir ein. Ed, wie heißt die denn? Die kann man, warte mal, weißt du, wo die Spinnenzähne sind, wo wir die hingelagert haben? Hier, Spiderfang. Spider-Fang. Das mache ich hier bestimmt am Amboss. Das Crafting-System ist leider direkt aus der Hölle. Queen Spider-Stuff. Easy cheesy. Summons a Spider-Queen. Das ist dieses Turret. Ja, zack, baue ich doch mal, oder? Habe ich den schon? Nee, ne? Oh, ja. Vielleicht, also macht halt, ist halt mehr Damage, ne, oder? Da setze ich das mal den. Jo. So, probieren wir mal aus. Normalerweise kann man ein Vieh haben. Durch meine Rüstung kann ich noch eins mehr, noch eins mehr und noch eins mehr. Und da ich alle Teile dieser Rüstung anhab, machen die auch noch mehr Schaden. Das hier ist jetzt die Spinnenmutter. Hä? Wo ist sie? Hallo? Da. Hier, da, wo ich stehe. Ach da, jetzt. Ach ja, ich habe sie nicht gesehen. Ah, die kommt aber nicht mit übrigens, die ist stationary. Aber ist dafür eine meiner Spinnen weggegangen? Ich hab doch noch fünf. Ja, krass. Die zählt nicht dazu. Geile Sau. Die geile Spinnensau. Übrigens, als ich hier die ganze Zeit eben schon rumgemacht habe, ja. kam der mechanische Wurm und Skeletron. Okay. Ja, rate mal, wie hart ich gewonnen habe gegen die. Turbo, richtig. Hier steht ein Grabstein, wo steht, dass Riker das Feuer nicht ausmachen konnte. Nee.
Couldn't you take the heat? Dann ist jetzt hier oben ganz viel mehr Platz für Banner, ne? Riker was removed from world de by Death Laser, steht hier auch noch. Oh das ja, ist doch das Auge. Ja, Death Laser hat aber auch Skeleton Prime und auch der Wurm. Ja, wie muss denn so eine Arena aussehen? Soll ich hier mal die Bäume fällen? Also ach, guck mal, jetzt rasten hier meine Spinnen rasten schon aus. Die machen das dann automatisch, die kämpfen natürlich. Lass uns das am besten nah bei unserem Haus bauen, ne? Oder? Die Arena? Ja, greifen die denn die Johnnies an hier, oder? Ach krass, die ist wirklich wie so ein Turret, die Spinnmutti. Die schießt dann automatisch dahin, das ist natürlich nicht schlecht. Ach, wo ist mein... Achso, ich dachte gerade, die 119 Damage gemacht, das war immer 19 mehrmals. Oh, die passt aber gut auf mich auf, die Spinnmutti. Die schießt hier immer so Eier. Ach, die Spinnenmutti, die schießt Eier. Wenn die Gegner treffen, platzen die Eier und dann kommen da Minispinnen raus, die die Gegner besiegen. Ah. Unangenehm eigentlich auch, ne? Ja, so ein Eierplatz ist immer... Was? Wie muss denn diese Arena dann aussehen? Ich habe jetzt hier mal gerodet. Ich würde sagen... Au! Was war das? Wer bist du? Unglaublich. Oh, das ist ein Schling. Oh, schon wieder ein Magic Dagger. Den braucht aber keiner von uns, oder? Hast du die Nature's Rose? Nee. Mana Rose. Ich habe übrigens den Tinkerer's Workshop gebaut. Da kann man halt, falls du dich erinnern kannst, ne, mehrere Trinkets immer miteinander vereinen. Aha. Ja, ich hatte ja immer diese Feral Claws, die mir halt mehr oder schnellere Mini-Attacken gemacht haben. Die konnte ich einfach mit dem Power-Handschuh verbinden. Jetzt habe ich halt beides in einem Item, das heißt, man kann halt einfach viel mehr Trinkets anhaben. Ich hätte halt gern das Summoner's Emblem mit ja, das hast du doch. Der Nature's Gift verbunden. Nee, das geht nicht. Achso, okay. Nein, das geht nicht. Schon. Ja. Okay. Warte mal, renn mal kurz nicht weg, warte mal. Feral Claw. Riechen. Ach, ist das, was da oben steht, oder? Oder Mana. Achso, genau. Mana Flower machst du zusammen aus einer Mana Potion und Nature's Gift am Tinkerer's Workshop. Also du brauchst einfach nur Nature's Gift im Inventar und Mana Potion, dann gehst du zum Tinkerer's Workshop. Welcher ist das hier oben, diese sehr ganz klassische? Oben, den ich da ganz oben noch gebaut habe. Achso, du hattest doch... Ne, ich hab doch Mana Potions. Ich hab einen Greater Mana Potion, ich brauch einen normalen wahrscheinlich, ne? Ja, kannst du aber glaube ich kaufen. Irgendwie. Ja, hat das die Dryade? Die sieht doch so aus. Wo ist sie? Dryade? Die Dryade? Dryade? Wo bist denn du? Dryade. Dann, dass die eben gestorben ist. Also das, ich sag mal so, Skeleton Prime hat da irgendwie keinen Unterschied gemacht. Ja, ich dachte, das wäre ja wahrscheinlich hier der Raum, wo die böse Bibliothek drin steht. Hast du zufällig noch irgendwo einen Mana-Trank? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder hat der noch... Nee, der normale Händler hat die doch. Ja, ja. Hier. Nee, Lesser ist das. Lesser hilft wahrscheinlich nicht, ne? Mana Potion. Machst du zusammen am Alchemie-Table mit einem Glowing Mushroom und einer Lesser Mana Potion. Haben wir ein Alchemie-Table? Nein. Aber guck doch nochmal genau. Irgendwo werden wir doch eine stinknormale Mana Potion haben. So eine, wie du gerade gesoffen hast. Zum Beispiel. Hä, ich hab nichts getrunken. Ja doch, das macht die Mana Flower. Wenn du halt out of Mana bist, säuft die automatisch Potion. Ohne Aha. Ich hab keine Mana Flower. Ich hab Nature's Gift. Ja, meine ich ja. So. Macht Nature's Gift auch schon. Aber das ist halt das Geile, dass du halt im Endeffekt unendlich Mana hast. Nachher. Weil diese Mana Flower oder auch Nature's Gift schon säuft halt automatisch einen Mana-Trank, wenn du out of Mana bist. Das heißt, du kannst die ganze Zeit schön durchhämmern. Achso, ich muss halt nur 1 Million Mana-Tränke haben. Ja, genau. Genau, das ist der einzige limitierende Faktor, sind deine Mana-Tränke. Aber die kann man ja... Ja. Brauchen wir da eine Pilzfarm? Boah, früher oder später würde ich halt... Das ist halt auch kein Stress, ne? Da müssen wir halt... Wir wissen ja, wo das Pilzbiom ist. Da müssen wir da einfach nur ein paar in den Boden hämmern und Pilz. Joshs alte Pilzbiom. Glowing Mushroom, hast du gesagt? Ja, ne? Ja, ein Glowing Mushroom. Ein Lesser. Und was brauche ich, um den Workshop zu machen? Tinkerer's Workshop? Ne, ach, du meinst Alchemy Table? Ja.
Mushroom Bench. Ich habe ja die Materialien nicht im Inventar. Solange nichts gebaut, ne? Works almost identically to placed bottles. Hier ist die Workbench, so. Ich weiß halt nicht, was ich dafür brauche. Ich glaube, du packst einfach nur ein leeres Glas auf einen Tisch. Ach ja, ich erinnere mich. Aber woher kriegen wir ein Glas? Gläser habe ich. Oh, ganz viele, ich habe keine Ahnung. 20 oder so, 20 leere Gläser gehabt. Aber mal ganz kurz auf die Urinstation, ist klar. Kannst du das vor noch? Nee. Ja, jetzt hat er singend seinen Platz verlassen. Das erlebe ich übrigens immer wieder, wenn ich im Spiele. Er ist sehr leicht abzulenken. Auch von körperlichen Bedürfnissen. Ich bin ja gar nicht leicht abzulenken. Wenn ihr das Craft the World Let's Play gesehen habt, zufällig, dann wisst ihr ja, dass ich überhaupt nicht leicht abzulenken bin. Haha. Ja, das ist, also, ich hoffe, ihr kommt irgendwie rein. Wenn nicht, dann sagt Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal neu anfange irgendwann. Aber ich wollte es einfach mal aufnehmen, weil das Spiel hat richtig, richtig coole Momente. Allein die Tatsache, dass ich jetzt hier diese Flügel habe, das war so viel Arbeit, die zu kriegen, weil dazu muss man. Wenn ich die Zeit gerade mal überbrücken, mit dem ich ein Beispiel habe, wie diese Items entstehen. Achso, ich habe hier übrigens auch noch so einen Haken, den braucht man auch unbedingt. Aber für diese Flügel braucht man Federn. Federn kriegt man nicht einfach irgendwo her, sondern die kriegt man hier oben aus dem Himmel. Hier haben wir dann so eine Autobahn hingebaut. Wenn man hier lange genug sucht. Ja, jetzt, wenn, das ist der Vorführeffekt, ne? Ach, da ist die Dryade, hallo! Was macht die denn hier oben? Das hier ist übrigens so eine fliegende Insel, die gibt es hier öfter. Ja, nee, die hat tatsächlich auch gar keinen. Da könnte ich nicht den Mana-Trank, den ich suche. Hier oben hängen eigentlich so Harpien rum und so Himmelsschlangen. Die sehen aus wie hier Fuchu aus der unendlichen Geschichte. Bin lang und sehr, sehr böse. Und die muss man dann jagen. Die geben einem dann so Flugseelenessenzen und die anderen Viecher, die Harpien, die geben einem Federn. Und das kann man dann kombinieren. Und dann hat man irgendwann Flügel. Was ist da los? Im Angebot habe ich mir tatsächlich, ich trinke ja sehr gerne Pepsi Max, habe mir Pepsi Max Sherry gekauft. Die habe ich bei dir stehen sehen und ich habe gedacht, uah, war mein Gedanke. Ja, das war mein Gedanke auch, nachdem ich die probiert habe. Ich trinke eigentlich ziemlich gerne Cola, Sherry Coke oder wie auch immer das heißt. Und hab mir dann gedacht, wow, cool, das auch noch in Pepsi Max mäßig, aber leider haben die sich da einfach komplett vergriffen im Max-Stoff. Ich glaube, es ist tatsächlich Code. Cola-Code. Codler? Oh, Codler. So. That should suffice. Rumspringen, hoch, runterspringen. Wir müssen halt im Grunde flüchten, weißt du, die ganze Zeit flüchten vor der Spinne, weil, vor den Augen, weil wenn die treffen, machen die Autsch. Ja, das haben wir letztes Mal gemerkt, die haben uns echt hart weggemacht, ne? Yes. So, habe ich denn 5 Spinnen? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt ja auch keine Spider Queen hier. Die ist, glaube ich, echt einzeln. Gibt es denn noch andere Summoner-Items eigentlich? Ich glaube, später schon. Ich bin ja nur so reingestolpert, ne? Hast du mal so eine Flasche zum da draufstellen eigentlich? Ich habe die nicht dabei. Die habe ich irgendwo in die Kiste. Ach so, sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, du hättest die im Inventory und wärst dann erstmal locker weg aufs Klo gegangen. Du kannst übrigens Sachen aus dem Inventar konsumieren. Indem du einfach das entsprechende Item quasi anklickst einmal, sodass du das so mit der Maus festhältst und dann neben das Inventar mit der Linkstaste klickst. Oh, und rechts ist droppen, oder was? Ja. Ja, wir finden auch immer noch das Spiel, wie alt ist Terraria? Ist schon ein bisschen älter, ne? Wir haben das ja vor Ewigkeiten schon mal gespielt, ungefähr 1000 Jahre. Und vor 500 Jahren ist halt ein riesen Update rausgekommen und das, den ganzen Inhalt aus diesem Update kennen wir halt noch nicht. Also den Hardmode gab es damals schon, ne? Hardmode?
Hartmut, ja. Der schon gab's vor 1000 Jahren schon. Kaiser Hartmut. Der schöne Terrarier in meinem Hartmut. Mann, wo sind denn die Flaschen? Das ist doch zum Mäuse hauen und melken danach. Hast du gerade gelacht eigentlich deswegen? Ja, ein bisschen. Ich habe Autostack gemacht eben. Ich habe jetzt alle Kisten durch, aber du weißt auch, wie gut ich suche, ne? Ich bin nicht gut im Suchen. Ich habe eben eine halbe Stunde meine Turtle Shell gesucht, ne? Ich glaube mir, da ist kein Urteil gerade. Hier oben vielleicht? Hast du dich an der Kiste vergangen? Nee. Ich denke jedes Mal, dass das Amarok ist, ein anderes Jojo. Ich denke immer, dass das es ist. Und dann habe ich schon, fünfmal die Cloud in a Bottle gefunden. Die ist es aber auch jedes Mal nicht tatsächlich. Jedes Mal auch nicht? Nee. Alle immer was Neues. Oh! Also ich habe gerade 24 Bottles gefunden. Ich sehe nicht mal dich. Da unten! Hä? Da ist doch nicht. Ach, in der Kiste. Ja. Dann kann man. Nee, in der Kiste sind keine. So, die soll ich jetzt einfach auf den Tisch stellen. Ich habe ganz viel Pixie das gefunden. Ja, hier, guck mal, da macht er daraus. Zack, fertig. So. Schmeißt es einfach noch hinterher. Ach, guck mal, hier, jetzt kann ich Lesser Healing Potions machen aus Mushrooms, Gel und Bottles. Healing Potions aus Lesser Healing Potions, Glowing Mushrooms, ich erinnere mich. Dann guck mal einmal hier oben zu mir, wo ich stehe. Ja. Ah! Wer bist du denn? Hallo? Daddy's. Fangen wir da. Kannst du da eigentlich auch drauf zugreifen? Ja. Hier, ist deine Bottles wieder. Das ist ja mega gut. Oder. Siehst du die? Das ist jeder einzeln, glaube ich, oder? Ich habe jetzt Bottles reingetan. Ich sehe, für mich ist das leer. Das wäre ja richtig cool, wenn das auf meine Piggybank zugreift. Sind da deine Bottles drin schon? Ja, da sind Bottles und jetzt noch Magic Decker. Decker, da ist ja nichts drin. Das zählt für uns beide. Das ist natürlich dann. Ja gut, dann brauche ich ja nicht mal eins. Solange wir zusammen rumlaufen, nicht, ne? Das machen wir ja immer. Wir sind ja wie Pech und Schwefel. Ja. Die letzten Stunden haben das ja bewiesen. Sag er nochmal, was sollte ich für den Mana Potion? Eine ganz normale Mana Potion. Das Spiel leckt bei mir übrigens immer noch wie verrückt. Ja, ich brauche aber die normale Mana Potion. Ja, die kannst du an deinem Schränkchen da machen. Ja, genau. Da wäre nur die Frage. Brauchst du ein Lesser plus ein Pilzerli? Ein Glowing Mushroom. Ja. Habe ich beides im Inventar und will nicht. No. Ich schmeiße hier ein Item hin, gucken, ob der Aspekt dabei hilft. Mumienhosen? Ja. Zieh die mal an und dann gucken wir nochmal. Ich hab gerade das Achievement bekommen. Fashion Statement, vielen Dank. Was? Ja. Wahrscheinlich war das jetzt das 18. Mal, dass ich meine Klamotten gewechselt habe. Ja, das gibt's doch nicht. Hier steht Placed Bottle. Das zählt ja wohl als Placed Bottle. Ja, ich kann jetzt hier auch. Ach, du brauchst zwei Lesser, sorry. Okay, die hat der Kollege. Wo hatte ich den denn nochmal her? Kollege. Vom Kollege, vom Händler, glaube ich. Ja, hab ich. Guck mal, Mana Potion. Zack, fertig. Hey, Jonas, zack, fertig, Mana Potion. Hey, yeah. Das ist ja eine geile Sache. Was ist da los? Loch im Dach. So, und hier meinst du jetzt, könnte ich jetzt hier richtig ausrasten, so. Ich kann hier zum Beispiel ein Mannequin kann ich machen. Dem können wir. Oh! Können wir den Rüstung anziehen? Ja, das glaube ich schon. Es gibt Mannequin und Womanequin. Was? Ein Womanequin? Ein Womanequin, ja. Womanequin! Used for Brewing Ale. Das ist sogar eingeschränkt lustig. Die Entwickler sind insgesamt halt einfach wirklich verdammt lustig, ne? So lustig im Sinne von, mit denen kann man auch mal gern ein Bier trinken. Würde ich, glaube ich, tatsächlich machen wollen. Lustige Geschichten austauschen. Ja, überleg mal, du würdest mit denen rumhängen und sagen, ey, weißt du was wir da erlebt haben in eurer Welt, dann würden die sagen, geh mir weg. Wir spielen ja gar nicht selber. Aber sag doch mal. Was denn? Was? Hä? Was ist denn davon jetzt das Womanequin? Okay. Du sollst dir eine Mana Flower bauen. Ja, ich habe Mana. Warte mal, muss ich es im Inventar haben? Mana Potion plus Nature's Gift, genau. Ah! Da oben ist gerade jemand hingefallen. Da habe ich Angst. Da, Mana Flower. Mana Flower hat er. Das ist ziemlich nice. Die ist ja sogar noch besser als die Nature's Gift. Die hat 8% weniger Mana-Verbrauch. Ja, das ist auch der Sinn
wenn man halt, ne, Items upgradet, dann sind die meistens besser. Und es ist ersetzt worden. Ich hatte vorher, glaube ich, Knockback oder so da drauf. Und jetzt habe ich 4% Crit-Chance. Okay, das ist natürlich tatsächlich gut. Hier Crit, ist es lucky, ne? Ja. Ist ja auch echt schon voll drin, ne? Ja, cool. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Und dann habe ich noch dieses, das Spinnengeschütz. Weißt du, Deja? Der Magier hier unten hat gerade davon geträumt, wegzulaufen. Ich habe übrigens die Dryade wieder gefunden, eben als du auf dem Klo warst. Der ist nicht mit... verschwunden war. Was? Ich hätte nicht mitbekommen, dass sie verschwunden war. Wo war sie denn? Doch, das hast du doch eben, hattest befürchtet, dass sie gestorben ist durch den Skeleton Prime. Ach so, ja, das kann sein. Ja, sie ist umgezogen, sie hat sich ein neues Haus gesucht. Ein schöneres Haus. Wo denn? Ja, yes. Fällt dir spontan ein Haus hier in der Nähe ein? Vielleicht up in the sky? Was? Ja, die wohnt oben. Nein. Die wohnt oben in dem Haus. Das geht doch überhaupt nicht. Ich hoffe, sie ist jetzt noch da. Ich habe sie da aber eben gefunden, weil ich hier meinen geneigten Zuschauern zeigen wollte, wie man Flügel baut. Und dann bin ich hier zu der fliegenden Insel gekommen und da hat sie gewohnt. Hat sie sich gedacht, ist schöner. Du alter Lügner. Da ist sie. Ja, oder? Ja. Ja, das. Aber warte mal, ist das denn überhaupt? Das ist doch bestimmt geeignet, ne? Yeah, this housing is already occupied. Die wohnt da jetzt. Da ist auch ihr Bild. Ja, hast du das da reingemacht oder was? Nein, die ist da eingezogen. Die fand es gut. Ja gut, dann wohnt die Dryade jetzt da oben. Sollte. Sollte doch. Oh, jetzt kämpft sie auch schon. Oh, dann kommt hier vielleicht eine Harpie. Da oben ist so eine Harpie. Von denen hatte ich erzählt. Ja, weißt du, was das Problem ist? Dass wir die echt so bei den Bosskämpfen dabei haben sollten, weil die halt diesen Buff macht, ne? Siehst du den? Ja, ja. Power of Nature protects you. Ja, dann müssen wir die hier wieder auch rausschmeißen, ne? Oh! Ah, Entschuldigung, Frau Dryade, ich wollte leider Ihnen sagen, dass Sie umziehen müssen, deswegen habe ich Ihnen diese riesen Spinnenkönigin auf den Esstisch gestellt. Meinst du, die rafft das jetzt? Dass die da raus soll? Ja, so mache ich das immer. Ich möchte, dass Leute mein Haus verlassen. Stell ich eine Spinnenkönigin auf den Esstisch. Ja, guck mal, hier hängt übrigens noch das Harpien-Banner. Habe ich mich noch gefragt, warum du das machst, weil ich da noch nicht verstanden hatte, wie die Dinger funktionieren. Trottel. Trottlier. Ist jetzt ja, hier sie schon ist halt einfach, sie hat sich ein neues Haus gesucht. Das gibt es doch nicht. So, Dryadilein, du ziehst das wieder hier ein, das ist klar. So, sie wohnt jetzt wieder da. Oh. Aber das muss man doch bewusst gemacht haben. Das habe ich definitiv nicht bewusst. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe ja sogar den Videobeweis. Sie war eben da, als ich kam. Das ist übrigens das Schönste. Guck mal, meine Spinnen. Ich habe dir eine Choreo beigebracht. Moment, ich darf... Du musst eine bestimmte Höhe fliegen und dann schnell wieder runter und dann... Super. Ja, es ist eine Actionfolge auf jeden Fall. Also es ist... wieso bist du unsichtbar? Unsichtbar? Bist du unsichtbar? Nee, du stehst da. Was ist da aus dir rausgekommen? Das Spiel ruckelt bei mir auch ganz skurril, ne? Was? Ja, ja. Kann ich dem Mannequin jetzt hier eigentlich was anziehen? Ja. So, wir sollten uns jetzt jeden Buff holen, den wir können. Wir haben doch hier noch ganz viele Tränke drin, oder? So, ich habe mal irgendwo eine Tranktruhe gemacht. Eine Trattruhe. I'm on the pursuit of happiness, I know. Na. Lange, wie weit hält wohl der Buff? An der Dryadine? Nein, ich kann das nicht hier hinbauen. Warum nicht? Warum nicht? Warum geht das nicht? Hä? Titan Potion hilft uns nicht. Oh, es gibt eine Rüstung, ja? Senkt Defense. Cool. Ah! Vom Gegner, du Wurst. Ach so. Ah, ne, Waffen kann man denen übrigens nicht geben, den Johnnies. Aber das sieht cool aus. Wir können jetzt ja alle unsere Rüstungen wohnen. Sowas mag ich ja, ne? Ich meine, war ja auch Arbeit, ne? Die Sachen zu kriegen. Aha. Ey, ich weiß nicht, wie ich dieses Banner hier hinbauen soll, ne? Kann hin. Glaubst du es? Das muss an Background, oder? Kann das? Ne, das andere hängt doch auch frei.
Muss das vielleicht an einem Stein hängen oder so? Ich habe es gerade schon über Stein gesorgt. Ja la la ja la 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 la. Das selbstgeschriebene Lied? Nein. Ja, c'est un plagique. Was tust du? Ich will gar nicht wissen, so, wie viel Material du schon wieder für Mannequins ausgegeben hast. 80 Holz. Aus Holz? 80 Holz. Ich hätte die gerne aus Titan. Titanekins? Titanekins. Hier unten ist unsere alte Boss-Arena. Die ist natürlich echt auch sehr speziell, ne? Oh, es wird dunkel. Wie mussten wir die Augen nochmal machen? Erst eins. Ach, das war nicht schwer. Oh, Entschuldigung, Herr Pinguin, ich hab sie gehauen. Siehst du aus wie... Was ist das denn hier? Augen. Ein bisschen Licht wäre nicht schlecht, oder? Was ist das denn? Was will der denn? Ja, ist schon wieder hier Blumenmond, oder was? Alter, wie viele... Wie viele Jojos aus dir rauskommen, ne? Mir kommen nur Spinnen. Oh, ich fahre jetzt mit der Spinnenmutti fahre ich jetzt auch 180 DPS. Wollen wir mal versuchen, das Auge? Ja, können wir machen. Das war ja nicht teuer, ne? Das war doch irgendwie Wurmsaft und... Also die Arena haben wir jetzt hier gebaut. Um das Iron Auge... Bar, Lens und... Wir haben auch noch eins, meine ich. Ja? Also, oder das, nee, das war das alte. Dann kommt nur das normale alte, ne? Bist du hingefallen? Ich hab mir was eingeklemmt. Lied. Was ist dein Lied? verstehst du mein Amüsement? Ja. Ja. hast du eigentlich volles Mana? Ich hab gerade noch so einen Mana-Stern gekrintet. Oh ja, nichts. Hier kannst du. Oh, oh. Ich hätte ihn noch direkt gefressen, wenn. Guck, den habe ich einfach aus meinem Inventar gezogen und geused. Nice. I used it. Stole of Law. Stole of Law. Law. Fra. No, where are they? Brauchst du Linsen? Ich habe gerade zwei gefunden. Ja. Light, ne? Stole of. Die hattest du hier in so eine neue Kiste getan. Hast du gefunden? Ja, du hast sie gefunden. Ich finde unsere Rüstung schön. Ich muss ja mal. So am Orichalkum Ende. So, bist du ready für den Teddy? Ja, ich mache aber dann, glaube ich, starte ich mal noch ein neues Video vorher. Weil ich gebe noch mal Gold ab. Das Gold packen wir. Ist unten noch drin, ne? Unten in Gold, ja. Beeil dich, es ist Nacht. Okay. Oh ne, ich hab das Gold jetzt in den Mülleimer geworfen. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht gleichzeitig sterben. Das ist jetzt. Und wir müssen halt immer wegrennen, die ganze Zeit. Ach, hier ist im es. Kreis. Stehst du? Ja, ich bin nicht so gut in Sachen Movement, ne? Aber. Okay, also, in der nächsten Folge versuchen wir es mit dem Hard-Mode-Auge. Das hier war jetzt die Vorbereitung. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ready? So, danke fürs. Nee, noch nicht ganz. Moment, danke fürs Zugucken. Bis gleich, ne? So.